3 von unserer Damenhose. Wer die Teile 1 und 2 noch nicht geschaut hat, die Links stehen unter. Heute machen wir dann der Konstruktion der Hose. Heute ist, wenn alle Teile jetzt zusammenkommen. Viel Spaß! Wer sich keine Taschenbeutel vorne gewünscht hat, fängt dann jetzt an. So, jetzt werden wir die Hose sozusagen grob zusammenbauen. Und wie geht das? Erstmal fängt man dann mit der Seitennähte. Deswegen, die Taschenbeutel gemacht haben, müssen dann hier anfangen. So, wir werden einfach jeweils ein Vorderteil und ein Hinterteil rechts auf rechts legen, so dass die Seitennähte schon zusammenpasst. Weil dieser Stoff ein bisschen rutscht, ich werde es schon ziemlich genau feststecken. Jetzt ist fertig festgesteckt. So, jetzt gehe ich in die Maschine und nähe das dann zusammen. Okay, dann jetzt kann ich die zwei Teile, Vorderteil und Hinterteil, zusammen nähen. Das ist dann die Seitennähte. Habe ich schon die Seitennähte genäht. Das ist alles schon zusammen. Jetzt ist wirklich der Taschenbeutel komplett genäht. Gut. Ich werde es noch versäubern, aber das mache ich noch nicht, weil ich will erstmal meine Hose probieren. Und deswegen werde ich erstmal auch diese Seite zusammen nähen. Ich werde es vorsichtig feststecken, weil hier die Kurven sind nicht gleich. Sie schauen, wenn wir es so sehen, die haben nicht die gleiche Kurve und deswegen es ist schon wichtig, dass man es sehr gut feststeckt. Mit alles schon festgesteckt, kann ich das dann zusammennähen. Ups. Meine Beine probiert, nur die Beine, und jetzt kann ich dann das versäubern. So, der innere Teil, der so, genau, so dieser Teil hier, dieses Teil werden wir dann auseinanderbügeln und getrennt versäubern. Dieser Teil, die Seitennähte, die werde ich jetzt zusammen versäubern. So, erstmal zurückschneiden und dann versäubern. Ich habe die Nahtzugaben schon zurückgeschnitten und jetzt mache ich dann mit Zickzack was wichtig ist, ist dann, dass auf der rechten Seite, dass der Nadel draußen kommt und nicht im Stoff. Immer links Stoff und dann rechts kein Stoff. Dann wird es viel schöner. Ich habe dann diese Seite schon versäubert.
Ich muss noch diese kleinen Faden noch schneiden, aber es ist schon mit Zickzack. Jetzt will ich dieses Stück hier vorne nähen. Und ich werde auch den Anfang vom hinteren Teil werde ich auch jetzt schon nähen. Aber nicht komplett, weil danach muss ich meinen Reißverschluss einbauen. Und da ist dann einfacher, wenn sie ein bisschen offen ist. Jetzt will ich aber dann das machen. Es gibt einen Trick. Und zwar, eine Beine macht man dann so rechts. Und dann die Beine, die rechts ist, geht rein in der Beine, der noch mit links nach draußen ist, so dass die innere Beine sozusagen in der gleichen Seite ist. Wir werden es dann einfach reinschieben. Wenn ihr das dann macht, das erste, das man machen muss, ist schauen, ob wirklich richtig war. Und es ist richtig, wenn dann die zwei Vorderteile zusammen sind und die zwei hintere Teile zusammen sind. Und das ist glücklicherweise der Fall. So, jetzt werde ich dann bis dann hier, so hier habe ich dann 1,5 cm Nahtzugabe und ich komme dann bis hier hoch, wo die nächste dieser Nahtzugabe kommt. Weil bis hier, ab hier habe ich dann meinen Reißverschluss. Genau, so ich werde von hier einfach nähen. Das mache ich dann offen, in beide Seiten. Und dann werde ich auch noch ein Stück vom hinteren Teil, nur nicht komplett. Genau, das jetzt gehe ich dann in die Maschine und das zu nähen. Ich habe das dann festgesteckt. Ich fange dann von hinten mit meiner 1,5 cm Nahtzugaben. So, wie gesagt, ich fange nicht vom Anfang an. Ich lasse es noch offen, weil dann einfach ist der Reißverschluss zu arbeiten. Genau, und jetzt gehe ich einfach weiter. Ich muss auch nicht einen Rückstich, weil ich dann sowieso vom Anfang bis dahin nochmal nähen muss. In der Kreuzung sehr vorsichtig sein, sodass diese Nahtzugaben offen sind, sozusagen. Mit einer Nadel markiert, bis wo ich nähen will. Und hier mache ich aber schon Rückstich. Genau. Vor, dass ich meinen Reißverschluss einbaue, werde ich aber meine Hose schon probieren, weil jetzt sie sind schon relativ weit gebaut. Und so. Langsam schaut das aus. Die Hose, noch ohne Reißverschluss, weil ich persönlich werde jetzt dann in diesem Zeitpunkt meine Abnähe dann markieren. Der hintere Teil werde ich dann einfach mit Nadeln festhalten und werde die Hose probieren. Das hier vorne mache ich auch dann mit der Nadel, schließe ich und dann schaue ich, wie viel ich in meine Abnähe geben muss. Teil 3 ist dann jetzt geschafft. Jetzt können wir uns freuen auf Teil 4. Der sollte auch bald kommen. Und das wird dann der Reißverschluss. Danke fürs Zuschauen.